Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist der Namenstag. Du hörst, es geht mal wieder um Kampagnen. Die bekannteste Kampagne, welche aufgrund der vorliegenden Daten versendet wird, ist die Geburtstagskampagne. Diese Kampagnen werden auch Trigger-Mails genannt. Auslöser in diesem Fall ist der jeweilige Vorname des Empfängers. Allerdings konkurrieren viele E-Mails an diesem Tag bei Empfänger um den besten Platz in der Inbox bzw. um überhaupt etwas Aufmerksamkeit zu erlangen. Dies kannst du mit der Namenstagsmailing als den etwas anderen Kommunikationsanlass ändern. Viele Empfänger wissen gar nicht, dass sie einen Namenstag haben. Im Vorfeld möchte ich dir sagen, dass diese Kampagne schon sehr anspruchsvoll ist und nicht das erste, mit dem du starten solltest. Auch eine Personalisierung der Namensgutscheine wäre denkbar, aber auch hier solltest du eher einmal den einfachen Weg gehen und allgemeine Gutscheincodes wie Namenstag 20 erstellen. Der Namenstag ist im Ursprung eine katholische Tradition und in einigen Regionen bedeutsamer als der Geburtstag. Am Namenstag wird dem Heiligen, der dem eigenen Vornamen als Namenspatron dient, gedacht. Dieser Tag ist meist der Todestag des Heiligen. Bei der Kampagne für den Namenstag handelt es sich um eine Anreicherung der vorhandenen Kundendaten. Diese müssten in der Regel extern erfolgen, da die Anbieter über die größten Namensdatenbanken verfügen. Aber du kannst natürlich auch für einen Test einmal eine kleine Datenbank mit Vornamen zusammenstellen. Der Vorname ist die am dritthäufigsten vorhandene Information in der Datenbank neben der E-Mail-Adresse und dem Nachnamen und noch vor dem Geburtsdatum. Dadurch stehen die Chancen sehr gut für deine Namenstagskampagne. Informationen für die Kampagne sind das Datum des Namenstags, den Heiligen sowie Informationen über diesen. Zusätzlich gibt es Hintergrundinformationen zur Herkunft und Bedeutung des Vornamens. Anhand der vorhandenen Vornamen in der eigenen Kundendatenbank werden diese einem Namenstag zugeordnet. Es werden meist 80% der Vornamen somit für die Kampagne abgedeckt. Sogar Pumuckl hat einen eigenen Namenstag zu Ehren des heiligen Johannes von Nepomuk am 16. Mai. Allerdings gibt es auch für viele Vornamen mehrere Namenstage, aber auch dies wird durch die Datenanreicherung der externen Datenbank gelöst. Die Kampagne wird zu einem Zeitpunkt X das erste Mal an alle vorhandenen Kundenkontakte versendet. Entweder man wiederholt diese Kampagne von Zeit zu Zeit und schließt vorherige Empfänge aus, oder man automatisiert das Ganze, sodass alle neu hinzugekommenen Kontakte automatisch eine E-Mail erhalten an ihrem Namenstag. Das Template enthält dementsprechend einige Platzhalter, welche variabel mit dem Namen und den ganzen Informationen gefüllt werden können. Die Mail solltest du unbedingt häufiger testen, gerade bei einer großen Anzahl von dynamischen Inhalten. Die Kampagne selber sollte nicht jedes Jahr an die gleichen Empfänger gehen, denn dann verliert diese schnell ihren Überraschungseffekt. Vielleicht pausierst du ein Jahr zwischendurch für die Person, welche sie schon erhalten haben. Du solltest auch darüber nachdenken, wenn du die Kampagne mehrere Jahre laufen lassen willst, dass diese ein neues Layout bekommt und vielleicht die Inhalte umgestellt werden. Sehen wir uns einmal so eine Kampagne an. Hier beispielsweise wird jemand beglückwünscht, dann hier am 1.9. Alles Gute zu Ihrem persönlichen Namenstag. Gönnen Sie sich etwas Schönes, Ihr Namenspatron möge Sie behüten und beschützen, erfahren Sie mehr über Ihren Namen. Das sind dann die Sachen, die ich meinte, die werden dann von externen Anbietern angereichert, die Namensdatenbanken. Sprich, man gleicht den Vornamen ab und kann dann diese Information variabel dort hier einsetzen. Und dann ist hier beispielsweise die Bedeutung des Namens, der für viele Leute schon sehr interessant ist. Klar kennen ihn natürlich auch viele, aber trotz alledem lesen sie es immer wieder gerne. Und natürlich hier, wie gesagt, der Namenspatron. Das wissen natürlich die wenigsten, wer denn jetzt verantwortlich für diesen Namenstag ist. Und wie ich bereits erwähnte, es ist eigentlich eine willkommene Abwechslung, um sich einmal von den ganzen Geburtstagsmailing und anderen Mailings, die eigentlich jeder standardisiert macht, abzuheben. Und wir haben ja schon gelernt, dass der Vorname sogar häufiger in der Datenbank vorhanden ist als das Geburtsdatum. Daher schau dir doch einmal deine Datenbank an. Ich würde am Anfang eine sehr einfache Kampagne machen, wie ich meinte. Vielleicht mir auch einfach ein, zwei der häufigsten Vornamen dort raussuchen und an diese erstmal ein eigenes Mailing verschicken und gucken, wie die Zahlen sind. Und dann natürlich später mit einem Dienstleister weiterzumachen. Hier bezahlst du dann natürlich in der Regel meist nach Anzahl der Namen, beziehungsweise dann einen Fixpreis,
die nicht unbedingt günstig sind in diesem Sinne. Daher würde ich es halt auch so machen, dass wenn es dann nach Anzahl der Namen geht, dass ich nicht jedes Jahr erstmal immer an die gleichen wieder Namenstagskampagne verschicken würde, sondern wirklich erstmal schauen, dass dann alle, die neu hinzugekommenen sind, diese dann auch erhalten, weil das sorgt dann ein bisschen auch vom Mailing her für einen Aha-Effekt und es sind dann nicht immer die gleichen Mailings. Solltest du über mehrere Jahre verschicken, hatte ich ja bereits erwähnt, dann ändere auf jeden Fall das Layout von Zeit zu Zeit. Am besten natürlich jährlich, so dass der Kunde immer wieder so ein bisschen so einen neuen Eindruck seiner Namenskampagne bekommt, auch wenn die Inhalte vielleicht gleich sind, aber auch das Angebot könnte ja beispielsweise wechseln. Das war's von mir. Viel Erfolg bei deinen Namenstagskampagnen und wir hören uns beim nächsten Mal.